das ist so eklig. Super süß und super fettig. Fett und Zucker, let's go. Hey Menschen, was geht? Hi. Danke, dass du Hallo sagst. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Bodo. Schön, dass ihr beide da seid. Wir probieren heute das fast gesamte Lebensmittelsortiment vom Online-Shop Roots of Compassion. Link in Description. Yes, Roots of Compassion ist meiner Meinung nach der politisch korrekteste Online-Shop für vegane Lebensmittel, Klamotten, Bücher, Sticker etc., den es so gibt. Und das ist ein Kollektivbetrieb. Was heißt das? Dass alle gleich viel verdienen und gleich viel mitbestimmen dürfen. Ja. Jedenfalls genau, setzen Roots of Compassion nicht nur auf Veganismus, sondern auch auf faire Arbeitsbedingungen, auf ökologische Herstellung. Abgesehen von der Plastikverpackung, die leider allermeistens dabei ist, ist es auch so nachhaltig, wie es halt möglich ist für so Snacks. Ja. Genau, ich habe fast alles gekauft, was es da an Lebensmitteln gibt. Ich habe das alles selber bezahlt. Ich mache das auf jeden Fall auch, um Roots of Compassion zu supporten, weil ich liebe die Menschen. Besten Freunde arbeitet da, ist einfach ein geiler Shop. Ich vertraue denen so sehr, dass ich das Gefühl habe, alles, was ich kaufe, kann ich mit gutem Gewissen. Das finde ich bei denen auch sehr wichtig. Ja. Und? Wir haben hier unten jetzt eine Kiste stehen mit diesen ganzen Produkten. Ihr wisst nicht, was kommt. Nach süß. Erst deftig, dann süß. Bodo und ich haben keine Ahnung, Pia hat das gekauft. Und wir machen gleich die Augen zu. Und Pia steckt uns Sachen in den Mund. Ich grabbel hier mal zwischen meine Beine. Guck mal, was bei rauskommt. Am Ende stehen hier dann 5 Produkte. Von diesen ganzen, ich weiß nicht, wie viele das sind, es sind viele, glaube ich. Es sind sehr, sehr viele. Die wir am allerbesten empfunden haben. Wenn unsere Meinungen voll auseinander. Ja, dann Streit. Ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt nehmen und schiebst. Ja, tschüss, viel Spaß, let's go. Fett und Zucker, let's go. Wollen wir jetzt wirklich so unspektakulär mit dem Tee und dem Kaffee anfangen? Erstes Produkt ist... Tee Noir Anis Réglissé. Du trinkst jetzt den Schwarztee. Ja, ist geil. Tee Darjeeling. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Tee schmeckt nach Tee, ist ultra lecker, wie Tee halt ist. Ich mag Tee, keine Ahnung. Next. Als zweites? Kaffee. Coffee. Auch ganz besonders cool. Das ist die Marke. Du bist überzeugt. Also, vorweg, der ist auch schon kalt. aber schmeckt, obwohl er kalt ist, echt geil. Okay. Espresso Quintin von der indigenen Bewegung der Caucha in Kolumbien. Hochland Arabica, solidarisch gehandelt aus kooperativ organisierter und biozertifizierter kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Ja. Kollektiv Zapatista. Mhm. Milder Espresso gemahlen. Das ist krass. Ich möchte das auch probieren. Das schmeckt nicht, das ist also das Höchste, wie ich Kaffee bewerten kann, ist nicht scheiße. Das ist actually gut. Und es schmeckt mir nicht scheiße. Und das ist halt auch, die Menschen, die hier den Kaffee produzieren, werden noch besser bezahlt, bekommen noch mehr davon ab am Ende, als Leute, die ein Fairtrade-Siegel haben. Also das ist auf jeden Fall, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, das Fairste, was es auf dem Kaffeemarkt gerade gibt. Next. Oh, nee, ich habe auch nichts gesehen. Okay. Und auch? Okay. Oha. Mm. Darf man die Augen aufmachen? Ja. Es ist Smoked Paprika Pulver. Oh lol, mega. Mm. Schmeckt einfach nach Salami, finde ich. Es schmeckt original nach Salami. In Pulverform, ja. Smoked. Was ich eigentlich sagen wollte, dass ich das tatsächlich schon auf die Liste für die Favoriten stellen würde, weil ich es so geil finde und das so universal einsetzbar ist. Ich kenne jetzt einen Kaffee, einen Tee und Paprika Pulver. Ich habe schon gar keine Probleme. Ich möchte mich noch nicht äußern. Ja, jetzt finde ich es auch am besten. So, wir stellen es jetzt hier hin. Da sind jetzt die Top-Produkte. Eins. Ich würde den Kaffee da auch mal... Stimmt. Der Kaffee schmeckt wirklich halt wirklich gut. Der Kaffee schmeckt ja auch immer gut, ja. Das schmeckt mir nicht scheiße. Next. Nächstes. Augen zu gerne, wenn ihr Bock habt. Ja, klar. Oh, Käse. Käse. Für mich ein würzigerer Gouda. Was sagt ihr? Aber Bodo, du bist eigentlich voll der krasse Käsekritiker, ne? Mhm. Ich kenne den ja auch. Ich kann wahrscheinlich einiges, was wir heute noch essen. Und ich war immer ein sehr großer Kritiker davon. Ich finde das jetzt gerade ziemlich lecker. Es schmeckt nicht 1:1 wie Tierkäse aus Eutern. Ja. Ich finde die Konsistenz aber echt geil. Mhm. Der ist bissfest, ohne dieses Gummelinge zu haben, was häufig dann so Käseblock mal hat, finde ich im Veganen. Und dazu, der schmilzt auch ultra gut. Also funktioniert auf Pizza gut, du kannst dann halt, ich finde halt diesen Stückkäse geil, also ein ganzer Block hier, das sind 400 Gramm, kostet 6,10 €. Mhm. Das Geile ist halt, du kannst ihn in fette Scheiben schneiden, weil ich finde veganer Schnittkäse, also Scheibenkäse, ist oft so dünn, dass du eh 2 Scheiben brauchst, damit du was schmeckst. Und der bricht dann. Und ja, genau, und der ist halt so geil, du kannst ihn in fette Scheiben schneiden, du kannst ihn raspeln über deine Pizza. Ich mag das voll, den am Block zu kaufen. Mhm. Ist einer der besten veganen Käse, die ich bisher gegessen habe. Hey, unter die Top. Next. Ich bin noch gar nicht mehr aufgeregt. Wie bei unserem ersten Date, wenn man kurz wartet und redet, dann geht's. Bin ich sehr gespannt, was ihr sagt.
Okay. Oh Gott. Schon so, Entschuldigung. Ja, wir tauschen eher das Speichel aus. Macht ja nichts. Wie reagieren? Mhm. Ich finde, er schmeckt wie der vorher, nur weniger. Ich finde den gut. Ich finde, der schmeckt weniger künstlich als der. Nicht mal künstlich, aber weniger aromatisiert. Mhm. Aber da die beide ja nicht eins zu eins wie tote Tiermilchkäse schmecken, ich finde, der schmeckt echter. Wirklich? Mhm. Schmecken mir beide sehr gut. Ja. Mir überraschenderweise auch. Wenn wir jetzt entscheiden müssen zwischen den beiden Käse. Ich würde den nehmen. Ich würde den langweilig. Mhm. Ich finde also, auf Dauer auch den herzhaften geiler. Ich muss nochmal. Wow, wenn ihr wüsstet, wie viele Produkte noch in dieser Kiste sind. Ja, lassen wir den mal liegen. Ja, ne? Next! Der hohen Speichelfluss. Oha, oha. Ganz, ganz krümelig. Boah, geil. Entschuldigung. Okay, stellt euch den gerieben auf Pasta vor. Das ist die Art Käse, die ich auch in echt nicht mochte. Was haben wir denn hier? Ist das der hier? Das ist der, genau. Das ist quasi Parmesan-Ersatz. Ja, also nicht, ist nicht mein Aromatyp. Ich verstehe den Parmesan auf Pasta nicht. Ist nicht meine Art von Aroma bei Käse und noch nicht meine Konsistenz. Ja, aber wird auf jeden Fall eine Pasta verbessern. Ja, finde ich auch. Glaube ich schon. Also, Fazit, ist nicht scheiße. Schmeckt mir nicht scheiße. Aber würden wir vermutlich nicht benutzen. Genau, pack weg. Next! Oh, sorry. Herzhaft süßlicher Aufstrich. Wow. Ich finde es ultra lecker. Es ist echt lecker. Mega. Darf ich nochmal? Klar. Ich will es auch nochmal haben. Wild. Fischstäbchen. Fischstäbchen Aufstrich. Ja. Okay, machen wir die Augen auf. Oh, das war viel. Ja. Wollt ihr schauen? Ja. Es ist einfach Knoblauch-Hanfcreme-Aufstrich. Hä? Habt ihr nicht geschmeckt? Die ist nicht knoblauchig dann. Also jetzt, wo du sagst, ja, aber die ist nicht viel knoblauchig, finde ich. Ist einfach sau lecker. Yo. Ist es auf jeden Fall ein geiler Aufstrich. Oder? Ja, voll. Richtig gut. Krass. Also ich habe selten so einen guten veganen Aufstrich gegessen. Kommt unter die Top 4. Top 4. Okay, ja, es kommt eine ganze Menge Next. Also ist okay, haut mich jetzt nicht so um. Also einerseits finde ich die Konsistenz irgendwie mega geil und interessant, weil das so zähe Stückchen sind in einer Soße. Aber also meine Assoziation war dieser Dosenfisch in Tomatensoße. Aber wo, also ja, geschmacklich, aber wo nimmst du die Soße her? Ich finde das halt, dieses, weil das Tomatig schmeckt. Leitstückige, zähige. Da ist kein bisschen Tomate da drin. Aber echt? Nein. Ich habe eben auch Tomatenbasis gebrochen und es war halt ein Knoblauch. Ich bin nicht überzeugt. Machen wir die Augen auf? Ja, es ist Petersilienpesto angeblich. Ich hab's mir so rot vorgestellt. Ja, ich hab's auch rot im Kopf. Würzige Hanfsaat. Ich find's fürs Pesto, also dafür, dass es Pesto ist, total, also zu unwürzig. Mhm. Ja, auch nicht fettig und schleimig, also so cremig. Nee, genau. Mhm. Aber gleichzeitig, ich bin kein Fan von grünen Pestos. Ja. Und als grünes Pesto mag ich's sehr gerne. Oh. Dann hab ich jetzt nicht so, dass ich da reinlöffel und denk mir so, boah, geil, okay, next. Next. Ui, jo, das ist ein öliges Pesto. Scharf. Super süß und super fettig. Und mit süß ist spannend, weil die zweite Zutat einfach Mango ist. Oha, würde ich mir kaufen für Nudeln. Also das finde ich ultra geil. Ist also hingestellt, keiner hat Anspruch erhoben. Nee. Wir haben jetzt 5 Produkte schon stehen. Den Espresso, das Smoked Paprika Pulver, den orangenen Käse, die Hanf... Zweimal Handwerk, ne? Einmal das Arrabbiata-Pesto, einmal den Knoblauch aufstellen. Wir haben halt noch nicht mal angefangen gefühlt. Aber ist ja gut, das müssen wir gegeneinander abwägen. Ich find's gut. Okay, weiter geht's. Das wird mein erstes Video über einer Stunde, aber ist gar kein Problem. Next. Oh shit. Ich hab eine Wurst gesehen. Ja, never mind. Kommt okay, Augen auf. Augen zu. Okay, uff. Oha, Achtung, fertig viel. Mm. Klingt geil. Erster Impuls. Schmeckt wie Brühe in Pesto-Form. Es schmeckt ein bisschen leberwurstig, aber viel zu flüssig dafür. Mhm. Und es schmeckt aber auch irgendwie ein bisschen komisch dazu. Ja, also es schmeckt halt so, wie wenn du aus Versehen Brühe löffelst, also wirklich so Brühpulver löffelst. Mhm. Okay, Augen auf, Produkt. Es ist Pesto-Steinpilz. Oh ja. Aha. Ist so krass. Ah, jetzt ja. An Nudeln. An Nudeln ist okay. Ja, boah, aber ist... Wir sind durch mit Pesto. Augen zu, weiter geht's. Ah, aber noch, sind noch bei salzig? Wir sind noch bei salzig. Okay. Next. Oh. Das ist die Chorizo. Mm. Das ist korrekt. Jo, das ist die Wurst. Hallo.
Ich kann auch daran liegen, dass ich die einfach schon so oft und seit so langen Jahren immer esse. Ich finde die halt nicht spektakulär. Mhm. Die ist halt lecker, ja, aber es ist nicht so... Also ich könnte mir easy davon ein paar Würste einfach so reinpfeifen, weil ich das so als für so einen geilen Snack halte. Seitanwurst auf Brot ist immer so ein bisschen Wheat auf Wheat. Okay, Wheaty Seitan vegane Grand Chorizo-Wurst. Ja, Chorizo. Also ich löffel lieber das Glas Pesto, als die Wurst jetzt rein zu snacken. Ja, Bodo? Ja, nehmen wir mal. Leider. Next. Oh no, ich hab Tee über deine Sonnenblende gekippt. An dieser Stelle können wir auch dafür Werbung machen. Es gibt bei Roots of Compassion nicht nur Essen und Kleidung und Bücher und Sticker, sondern auch meinen Saisonkalender. Ein Saisonkalender für Obst und Gemüse, in dem ihr jeden Monat sehen könnt, welches Obst und Gemüse gerade Saison hat in Deutschland. Jede Seite ist komplett unterschiedlich illustriert. Der Kalender hält für immer, also es gibt keine Jahreszahlen. Das heißt, ihr könnt den verschenken, euch selber aufhängen und jedes Jahr aufs Neue umblättern und sehen, was gerade so regional zu haben ist an Obst und Gemüse. Exemplar. Es gibt hier auch ein Heile. Juhu! Machen wir weiter? Ein Bodo? Ja? Muss jetzt tapfer sein. Das ist das letzte Deftige. Next! Oh. Mund auf einmal abbeißen. Oh! Mmh. Wurst. Spacebar. Schmeckt wie eine Beefy. Oh. Ich finde die voll trocken und gar nicht so geil. Ist okay. Also ich finde die für so eine Wurst zum Knabbern gut. Aber Konsistenz insgesamt zu gummelig. Das geht besser. Boah, ich finde die Konsistenz geil. Ich finde den Geschmack geil. Ich finde die richtig gut. Also die könnte ein bisschen intensiver noch schmecken. Das auch, ja. Aber die finde ich viel geiler als die Chorizo. Ja. Best, also würdest du irgendwas davon rausschmeißen dafür? Wenn du sie so gut findest. Ich würde das rausschmeißen, das rausschmeißen, das rausschmeißen. Aber für die Wurst, ich löffel lieber das Glas Pesto, als mir so eine Wurst noch reinzufüllen. Ja gut, aber Bodo ist ja mal, ich glaub, ja. Bodo ist überzeugter von der Wurst, als du von dem Pesto. Das mag sein. Ja, okay, lass dich mich drauf ein. Next. Jetzt kommen die süßen Dinge. Woohoo. Ja. Juhu. Okay, das erste süße Produkt. Ja. Marshmallow-Taugummi. Ja. Boah. Das ist so eklig. Kurz, Bodo. Geschmacklich finde ich es, also ich bin kein großer Marshmallow-Fan, ich finde es aber besser als die meisten Marshmallows geschmacklich. Es hat Vanillegeschmack schon. Mhm. Aber Konsistenz ist nicht so geil. Ist halt Marshmallow, oder? Also, aber ich finde Konsistenz so geiler, also ist, genau, ist nicht so wie Casual Marshmallows, finde ich aber geiler als Marshmallows, weil nicht ganz so Fäden ziehen, weißt du? Ja, ist okay. Esse ich wohl auf irgendwann, aber... Kommt auf die Top-Liste, oder? Ciao. Weiter geht's auch zu. Next. Oh. Oh, Lakritz. Hallo, hart. Oh. Mm. Lakritz. Ah. Juhu. Boah, ich liebe Lakritz. Mm. Mm. Also ganz kurz, Leute. Das Design all black. Finde ich geil. Also, ich finde die nur schön. Ich mag aber auch keinen Lakritz. Also ich habe jetzt wirklich zwei ekligsten Dinge für mich vorweggenommen. Gramm das sind. Also ich finde es geschmacklich gut. Ja, 100 Gramm. Ich mag Lakritz. Ich finde die Konsistenz nicht so geil. Muss ich sagen. Das ist mir nicht zäh genug. Aber okay. Kickt für mich jetzt nichts von denen da raus. Also ist nicht so nee. Nice to have, aber. Ja. Ich finde die sehr irritierend, die Konsistenz. Okay. Als würde ich auf irgendwas rumkauen, worauf ich nicht rumkauen will. Okay, okay, wird nur besser jetzt Augen zu. Next! Oh! Oh. Oh. Mm. Oh, lecker. Oh. Mm. Und Ui. Im Abgang noch was. Kokosiges. Edles, kokosiges. Mhm. Mm. Oh, die sind schön. Mm. Die sind schön. Sehr leckere Schokolade. Darf ich nochmal probieren? Ja, klar. Komm. Darf ich nochmal probieren? Ey, das Bodo süße Sachen mag, ne? Also, ich bin ja nicht voll dagegen. Ich sag nur, dass ich herzhaft meistens besser bin. Mm. To be honest, das da schlägt für mich so ein Würstchen im Längen. Ah. Da tun sich bei mir die Welten auf zwischen salzig und süß. Shit. Ja, da müssen wir jetzt, also da müsst ihr euch entscheiden. Ja, aber ich finde, es ist jetzt nicht irgendwie besonders. Nee, ich wollte nur gestikulieren. Ich finde es jetzt ultra, also ich finde es ultra lecker, aber ich finde es jetzt nicht so mega krank, besonders wow. Hm. Das ist für mich jetzt was davon ablösen würde. Okay, auf dein Wort. Next one. Next. Oh, für die schickt ja die große Dinge rein. Mmh, mit der Kirsche.
Oder da Himbeere. Mhm. Oder Erdbeeren, Himbeeren. Mhm. Mhm. Gefriergetrocknete Himbeeren im Schokomantel. Mhm. 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 Das ist lecker. Mhm. Boah. Ich sehe das gerade da. Vorschlag, Menschen. Kaffee raus, das da rein. Vorschlag. Vorschlag. Wir haben davon noch andere Sorten. Ja. Wir probieren die jetzt mal alle hier, wissentlich, was wir essen. Ja. Und vielleicht schafft es einer davon, weil da sind auch noch andere spannende Sachen dabei. Okay. Ganz, ganz, wir sind also sehr skeptisch hier vor Schokolade mit Ingwer. Mmh. Wow, interessant. Ich bin sehr gespannt. Mmh. Wow. Hä? Schön. Ich finde es schön, dass es nicht so knackt wie die anderen. Ein bisschen weicher insgesamt. Mhm. Das schmeckt so fancy. Okay, ich bin gespannt. Jetzt kommen die Amarena-Kirschen. Ich muss erst den Ingwer noch aufwerfen. Mmh, oh, die kommt richtig. Mmh. Boah, solange du noch rumkaust. Wow. Das schmeckt wie Amarena-Kirscheis. Ja, sorry. Ja, aber ich finde die nicht so geil. Ich finde, es ist... Also ich bin nicht so der Amarena-Fan. Mmh. Das ist mir... Mmh. Schmeckt einfach wie dieses Eis. Original. Oh, alle lecker. Ja. Shit. Welcher davon findet ihr am besten? Das ist für mich genau in der Reihenfolge. Kokos am geilsten? Nee, am wenigsten geil. Andersrum. Mhm. Echt, du fandst Amarena am besten? Obwohl, ich fand's geil, dass Himbeere hat mehr Säure gehabt. Mhm. Ingwer war fluffiger. Und im Vergleich jetzt ist mir Amarena zu süß. Hm. Ich hätte gerne eine Bowl, alles zusammen. Und ich wüsste nicht, was ich kriege. Hell yeah. Ah, ja, aber echt cool. Geil. Ja, oder? Mhm. Mhm. Eins repräsentativ dafür, dass das echt geiles Zeug ist. Ja. Welches jetzt genau, ist ja einfach Geschmackssache. Weißt du, das kannst du ja nicht. Die sind einfach alle ultra gut. Und was nehmen wir weg? Den Kaffee. Oh. Mhm. Schon guter Kaffee. Schon echt guter Kaffee. Schon sehr wirklich gut. Aber wir müssen uns auf 5 begrenzen. Wir haben 1 Million Produkte. Ja. Aber ich finde, stopp. Ich finde Käse nicht so geil wie den Kaffee. Ja. Next. Oha, was ganz anderes. Oha, weißt du, Honig. Oh shit. Kriegen wir Honig? Ich leck das jetzt von meinem Finger ab, wenn das in Ordnung ist. Mm. Aber dann herber. Super fruchtig. Neu. Mag ich, aber Honig bin ich großer Fan von. Ich finde, die Sorte schmeckst du nicht raus. Es ist Honig, das heißt veganer Honig aus Zucker, Wasser, Rohrzucker. Und aus Brennnesselextrakt in diesem Fall. Schmeckt auch kein bisschen Brennnessel. Ich hätte mir das viel ekliger vorgestellt oder einfach markanter vorgestellt. Folgendes, dir schmeckt es gut. Ja. Folgendes, ich habe noch einen davon. Ja. Schmeckt und ich dachte, dass das quasi der Klassiker wäre. Das ist der Honig-Löwenzahn. Ich kenne das halt, dass du Löwenzahn-Honig selber herstellen kannst aus den Löwenzahnblüten. Deswegen dachte ich, das ist so ein bisschen der Standard. Und der ist halt krass special. Der ist auf jeden Fall special. Das ist aber ich finde den nicht special. Ich finde, der schmeckt halt süß. Der schmeckt aber der schmeckt, finde ich. Ja, der schmeckt, ja doch, ich finde die Parallel von erkennen. Und ich finde, für einen Honig schmeckt der außergewöhnlich. Schmeckt da jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Mein Gefühl ist, ich mochte den lieber. Findest du das so unterschiedlich? Aber hallo, das ist halt so generischer Honig. Ja. Geschmacklich wie konsistent. Ich finde Never mind. Aber ich finde den viel geiler. Ja, ich auch. Ja, aber hallo, ja, ja. Den finde ich nicht so geil. Der wirklich super wach, ja. Genau. Ja. Ich finde, das schmeckt auch viel mehr nach Honig. Weil es halt so ein zwischen den beiden, ist. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Kickt einer der Wohnige für euch irgendwas da raus? Nö. Nee. Ich auch nicht. Next. Zum Packen, ja. Da gehen wir rein, ja. Au, au, au. Okay. Riecht nach Gummibärchen. Mhm. Boah. Mh. Oh, mh. Fuck, ich kenne den Geschmack. Oh mein Gott. Mh. Oh Gott, das ist eklig. Sorry, boah, das ist eklig. Boah, riecht wieder lehm. Das ist vielleicht ein Ausspruch. Mmh. Oh, boah, ist das süß! Gib mir noch einen. Versuch mal die Form zu fühlen. Vielleicht hilft dir das. Cola-Flaschen. Ja. Das ist für mich konsistenzmäßig. Wie diese weißen Mäuse. In fester. Finde ich nicht geil. Mmh. Aber auch nicht sauer, aber so ein bisschen. Bin ich überzeugt. Nee. Ich finde, die schmecken absolut eklig. Die eklig, viel zu süß ja. Und voll. Viel komische Konsistenz, aber vor allen Dingen der Geschmack ist so. Hey. Das war bis jetzt das Schlechteste. Ja, mhm. Next. Sauer. Bruder, was sagst du? Ich sag Konsistenz, geiler Geschmack, geiler, saurer Zucker liebe ich. Ich sag Konsistenz mag ich. Ist mir schon wieder zu süß, obwohl das saure sein sollen. Viel sauer. Zu süß. Also es ist, da fehlt die Säure. Saure Biostäbchen, ich finde sie nicht sauer. Mhm. Ich finde sie langweilig. Sind nicht eklig,
Nicht so eklig wie die Cola, aber... Wie kann man bei zwei so ähnlichen Produkten so unterschiedliche Konsistenzen haben? Wie kann man bei so zwei Sachen so verkacken? Entschuldigung, aber das ist echt nicht geil. Oh, die finde ich in Ordnung. Ja. Also, ich würde... Wenn ich mir saure Sachen kaufe, bin ich richtig traurig, wenn ich da sowas habe. Ja. Wie das der Anspruch ist? Mhm. Boah, also, pack ich mir wohl rein. Ja, tschüss. Next. Hey, ich bin hier, wie die alles anschneiden. Nee, Bodo, auch mal noch. Hier, guten Appetit. Uff. Geschmacklich cool, Konsistenz finde ich komisch. Ja. Geschmack finde ich auch gut. Aber das schmeckt für mich wie Kindergeburtstag. Also El Puente, Veggie Berries ohne Gelatine, vegan, lecker und extra soft. Okay, ja, also gut, fair. Extra die sollen auch sein. Das erfüllen sie auf jeden Fall. Extra soft sind sie. Wollen wir die Bären-Family auch mal probieren? Ja, ja komm. Ja, der folgt mir dann selber, ne? Ich mag die grüne. Oh, richtige Gummibärchen-Konsistenz. Aber nicht die Haribo, sondern richtige Gummibärchen-Konsistenz. Nee. Haben alle, die haben alle keinen Bite. Die könnte ich auch mit dem Löffel zerdrücken, mache ich aber nicht. Next. Oh, oh ja. Ja, mal Lippi. Boah. Mhm. Aber finde ich, also ist gut, ist solide. Ja. Aber, nö, kein Highlight, aber gut. Next. Und auf. Achtung, groß und knusprig. Waffelrolle? Waffelrolle? Mhm. Lol. Ja. Boah, angenehm und süß. Mhm. Ich glaube, das ist snackbar. Ist einfach richtig genailed. Genailed. Ey, die Waffelröllchen zusammen mit dem Kaffee. Mhm. Aber es sind also schon richtig gute Waffelrollen. Auch kein Top 5 Favorit. Mhm. Okay. Aber eine richtig gute Waffelrollen. Ja. Schon richtig gute Waffelrollen. Richtig gute Waffelrollen. Ja. Next. Moment, Merten, ich muss dich erstmal fragen. Ja. Du als Nicht-Alkoholtrinker, ja. Was hältst du denn von Prapsschnalinen? Wo sind die Prapsschnalinen? Finde ich richtig disgusting. Das ist so geil, süße Schokolade und dann kommt da dieser brennende Alkohol raus und ich denke mir so... Was ich fragen wollte. Ob du das isst. Ob du das mal probieren würdest. Ja, fahr mir das rein. Champagner. Praline, Trüffel, keine Ahnung. Buja Buja, Organic Chocolate Truffles. Ja, ist in Ordnung. Also es ist ja mit Champagner versetzt. Ich glaube, es haben diese Pralinen gedacht, wo du reinbeißt und da ist wirklich so eine flüssige, da ist so ein schlechter so Brandy so drin oder so. Ja genau, wo wirklich so eine schlechte Alkoholflüssigkeit drin ist. Ja. Das ist in Ordnung. Ist nichts, was ich mag. Musste mögen, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn auch nicht. Ist okay. Ja. Next. Okay, wir haben das gleiche noch. Also es sind hier diese Buja Buja Pralinen, das sind die Lügen. Hazelnut. Oh. Das ist halt ultra geil, wenn es nicht nach Champagner schmeckt. Achso, das ist jetzt ohne Alkohol. Das ist ohne Alkohol, ach genau. So, okay, Champagner okay, war eine Sorte. Ah ja, okay. Und das ist jetzt Trüffelpralinchen in Haselnuss. Ich dachte, das ist alles quasi mit Anja drin. Boah. Das schmeckt krass für mich, wie nach einer wirklichen, wow, so einer milchschokoladigen Nusspraline. Mhm. Wow. Voll, sehr ähnlich wie Ferrero Rocher, nur ja, eben viel besser, finde ich. Schmeckt also wie Rocher. Besseres Rocher. Ja. Ich finde, bei Rocher die Crunchiness halt geil. Die fehlt mir. Die außen so ein bisschen drum wäre noch. Ja, stimmt. Next. Gibt es eigentlich vegane Toblerone? Okay, also. Ich nehme schon mal vorweg, wir werden noch mehr Pralinen probieren. Ich mache jetzt trotzdem mal eine Pause von Pralinen. Und wir gehen noch mal in die klassischere Schokoriegel-Richtung. Wir haben hier ganz viele zur Auswahl, weil es gibt jede Scheißsorte. Starten wir mit Dark and Creamy. Gönni, gönni. Das ist auf jeden Fall dark. Mhm. Auch voll creamy. Und creamy eigentlich auch. Aber im Vergleich zu den Pralinen vorher ist es schwierig, das ist creamy zu nennen. Aber schon creamy für einen Schokoriegel. Voll. Ja. Okay, also ich weiß nicht, ob ich den Tafel schon mal hatte, aber diese Riegel habe ich noch nie gekauft. Weil, ne, was kostet einen so ein Riegel? 1 Euro. 1 Euro, genau. Und das denke ich mir immer so, da kaufe ich mir lieber für 1,79 eine ganze Tafel. Aber angenommen, du hast jetzt eine Partnerin und machst deinen Adventskalender. Geil. Ja. 1 Euro. Ich gönne meiner Partner einen richtig, da kommen nur Tafeln rein. Hey, da würde ich lieber einen Kratzlotto-Kalender machen. Wenn ich das jeweils beides bekomme. Gute dunkle Schokolade, ich stehe aber nicht so oft. Dann machen wir, ich würde sagen, wir machen Dark weiter. Ja. Mit Dark Nougat Crocante. Crocante! Crocante! So krass. Oh, das ist lecker. Oh, ich liebe Krokant so sehr, das ist so lecker. Jo. Und es gab immer so Krokanten, die so ganz hart sind, so ganz knackig. Boah, geil. Hab ich ewig nicht gegessen, aber... Krass.
Ja. Der schmeckt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, mir auch. Wow. Auf jeden Fall geister als Dark Chocolate, okay, ja. Dann machen wir jetzt anstatt Krokante weiter mit Crisp. Crisp! Und wer mag, White Crisp. Wer mag weiße Schokolade? Fett und Zucker, let's go. Ich nehme ich eigentlich nicht. Also, White Crisp. Sieht nicht wie weiße Schokolade aus. Nee. Genau, das sieht viel dunkler aus. Sieht ein bisschen karamellig aus. Guck mal, so eine Verpackung. Fake News. Ich habe noch keine vegane weiße Schokolade gesehen, die wie weiße Schokolade aussah. Kommt noch. Mag ich, total gerne. Ja, same. Schmeckt auch mehr wie Nougat als wie weiße Schokolade. Mhm. Schmeckt wie helles Nougat, ja. Mhm. Oh, ich muss sagen, ich finde vegane weiße Schokoladen meistens scheiße. Mhm. Und tote Tier weiße Schokolade fand ich gut. Mhm. Die finde ich jetzt auch sehr gut. Ich eher ein helles Nougat. Mhm. Was ich gut finde, glaube ich. Das ist okay. Okay, machen wir mit dem anderen hellen Riegel weiter. Der sieht echt hell aus. Crunchy Coconut. Der sieht blau aus. Okay, es ist mit Kokospie. Oh, der ist gut kokosig. Mhm. Also, ich will der Vollständigkeit halber die noch probieren. Ja, auf jeden Fall probieren wir alle. Mhm. Aber kurz zu dem Kokosriegel. Mir hat das Kokos in Schoko von dieser Marke hier besser geschmeckt als der Riegel. Ja, der war aber extrem der, kokosig. Der schmeckt sehr süß. Viel mit, ja. Das stimmt. Also, Landgarten ausgeglichen hat, stimme ich zu. Ach, sehr viel. Ich glaube, es gibt auch viele Kokos-Schokis, die so schmecken. Vegane. Ja. Ja, nicht so aufregend. Okay, Black Cherry. Black Kirsche. Cherry. Na, mal gucken, wie das gegen das anfängt. Jo, ey, das oh, spannend. Ja. Jo. Ja. Ja, oh, ja. Boah, kennt ihr das, wenn einem so Schokoladen schlecht wird? Ja, auf jeden. Boah. Ich war mal schokoladensüchtig. Oh, Konsistenz. Mm. Ja. Das finde ich schmeckt besonders. Echt? Mhm. Und das ist besonders langweilig. Aber schaut mal, dieses Amarena-Zeug, was so richtig krass geschmeckt hat, ne? Ja. Das ist doch nicht vergleichbar mit dem, das schmeckt so öde im Vergleich. Mhm. Ja, im Vergleich ja. Schmeckt vor allem nach Zartbitterriegel. Ja. Aber fancy. Ich bin gespannt auf den letzten, weil der ist nämlich Rice Chalk Mandel Orange. Ups. Oh. Mhm. Ja, ich mag halt mega Orange mit Schoko. Mhm. Kriegt mich. Damit kriegst du mich. Ja. War alles super geschmacksintensiv. Mhm. Das muss man mal sagen. Ja. Die schmecken alle irgendwie krass. Mhm. Das sind einfach so gute Schokoladen. Der ist mir auch too much tatsächlich. Also liegt vielleicht ein bisschen daran, dass wir schon echt viel Schokolade gegessen haben. Aber ich finde diesen Mandel-Orangen-Riegel, so geil der ist, ich finde ihn sogar ein bisschen drüber. Krass. Ja, nee. Guck mal, die schlagen sich gut hier. Ja. Ja. Next, Ganze jetzt mal als Tafel. Also Vivani, Grabante, Mandel. Und wie wir sehen können, ist es schon halb aufgegessen. Ja, ja. Weil ich hatte ja diese Kiste voller Zeug jetzt fast eine Woche unter meinem Schreibtisch stehen. Ich habe mich so zusammengerissen, mich alles aufzuessen, weil ich teilweise mit Hunger am Schreibtisch saß und immer so draufgeschielt habe. Und das ist das Einzige, was ich angefasst habe. Das ist das Einzige. Ich dachte, komm, bin stolz auf dich. Danke. So. Ich hab dir gesagt, stell sie in der Abstellkammer. Ja, aber ich bin auf jeden Fall überzeugt, deswegen dürft ihr jetzt auch hier. Ich hab vergessen, wie es schmeckt. War für mich ultra gebrannt. Schmeckt richtig nach gebrannter Mandel. Ja. Voll. Ich ballert, also, aber diese Orangenriegel von gerade ballert das alles so noch weg bei mir. Oh. Ist ein guter Schock. Ja, ist eine gute Schokolade. Die danach schmeckt, was draufsteht. Hey. Ja. Ja, ja, gebrannte Mandel. Aber, ne. Ah, ne. Next. Jetzt bin ich sehr gespannt. Tut mir leid, ihr hattet echt viel Schokolade. Das hört nicht auf. Das ist echt viel. Ein Stückchen. Boah. Im Vergleich zu allem, was ihr kennt. Ich finde das auch. Ich finde es super, mega, heftig geil. Ich finde, das ist, gehört mit zu den Besten. Okay, es ist hier gerade von Vego. Es ist von Vego, ja. Von Vego. Mhm. Es schmeckt genauso kindergeburtstagig wie dieser Riegel, ja, den die haben. Mhm. 200 Gramm von Vego für 3,60 Crunchy. Kann man mal machen. Ist, glaube ich, im veganen Schokocreme-Game solide. Vor allem im Vergleich zu den allermeisten veganen Schokocremes ist die palmölfrei, was ultra geil ist. Die ist Fairtrade. Und du kannst ja, was Bodo gerade gesagt hat, dieses Glas, das ist halt voll sweet, das ist halt ein Trinkglas, ne? Du kannst es am Ende wie so ein Senf. Wie so ein Senf, ja. Genau. Wie so machen das noch nicht. Plus, also Kerzenglas hau da auch hin. Ne? Ist so, genau. Ja. Next. Wo wir gerade bei Vego sind, wir haben auch den Riegel hier. Ja, wirklich? Ja. Oh. Tja, geht's mir lieb. Einfach die Menge ist angebracht. Ja, die Nüsse halt so geil. Also wenn ich irgendwo bin ganze und Bock Nüsse auf Schokolade habe, dann kaufe ich mir das. Ich finde, das schmeckt wie... Nein. Ferrero Küsschen. Original. Mhm. Schmeckt original wie Ferrero Küsschen. Mhm. Mhm. Dieser Nuss in der Mitte. Genauso. Ja. Mhm. Ja. Es ist einfach eine richtig, richtig gute Schokolade. Geil. Die schmeckt nicht zu süß für eine helle Schokolade. Die schmeckt
Einfach, genau, richtig. Einfach eine richtig, richtig gute Schokolade. Next! Oh! Wieder weiße Schokolade. Diesmal halt, das ist die einzige weiße Schokolade, die ich kenne, vegan, die den Namen auch verdient. Okay, bin ich gespannt. Same. Kennst du die nicht? Nein. Wow. Nie gesehen. Boah. Auch von Lego. Lego White. Boah, die riecht wie weiße, geile Schokolade und das Almond-Ding. Erinnere mich. Ich hab das mal gegessen. Gibt es nicht so ein weißes Magnum-Mandel-Eis auch? Genau! Das, genau. Das aufgerissen, kommt mir selber Duft raus. Ja, diese Magnum-Schokolade. Mhm. Mhm. Das Holzige vom Magnum kommt noch dazu. Boah, das ist die geil. Ja, ist krass, ne? Ey, ohne Witz, ne? Also, wirklich mit denen da. Also wenn wir sagen, okay, wir vergleichen Schokolade und Schokolade, dann kickt das Ding tatsächlich diese Nüsse-Dinger raus. Ja, schau, für mich nicht, aber nur, weil ich keine weiße Schokolade mag. Boah, die ist ja so lecker. Das ist meiner Meinung nach die beste Wurst. Öde Wurst im hohen Bogen rauswerfen, ne? Aber ja, dann bist du ja, ich auch eigentlich. Und wir haben Next. Also, Freunde. Gibt da mal eine Box für 33,60, sehe ich. Also, wir haben jetzt, also das speziellste, teuerste kommt jetzt noch. Oha. Und zwar sind das, und ich freue mich da total drauf. Das ist eine Geschenkpackung eigentlich, auch total schön, kommt mit Schleifchen, von einer Pralinenherstellerin hier aus Münster, die alle per Hand selber macht. Boah, geil. Die Packung kostet 33,60, sind 24 Stück drin, also auch so als Adventskalenderersatz zum Beispiel. Total süße Idee. Fräulein Wunderlich, nennt sie sich. Ja. Und jetzt haltet euch fest, ich bin sehr, sehr, per sehr, Hand. Sehr gespannt. Hold your breath. Was? Was? Ja. Hä, das sind doch Glaskugeln. Nein, das sind einfach Pralinen, die sie selber herstellt. So, so. Du hast genascht. Wunderschön. Jochen war das. Hä, ich hab mit allem gerechnet. Das ist so, krass, ne? Oder? So krass Schokoladier-mäßig. Ich weiß. Lol, dann kommen einfach Spielzeugkugeln raus. Boah. Und hier haben wir Erdnusskaramell, Erdbeere Kokos, Mokka Rum, Kürbiskern, Mandelrose Pistazie, Haselnuss Crunch, schwarzer Sesam, Zitrone Rosmarie, das will ich probieren, Orange Ingwer, Whisky Mohn. Digga. Lavendel. Ey. Tschüss. Boah. Schmeckt immer. Boah. Guck mal. Boah, so lecker. Wir haben viel gerechnet. Wie schmeckt Lavendel, Bodo? Nach Lavendel. Und nach gebrannten Mandeln. Wow. Zitrone, Rosmarin. Jetzt im Nachgang kommt doch die Zitrone durch. Es schmeckt ein bisschen nach Zitrone. Es kommt auch die Zitrone durch. Sehr Zitrone. Das schmeckt mega hart nach Zitronenschale. Boah, lecker. Ja, krass. Oh Gott, das sind boah, alle so krass. Die sind richtig, richtig lecker. Ey, Fräulein Wunderlich, ne? Krass Respekt. Richtig dicken Respekt. Boah, ohne Witz. Ach du Scheiße. Scheiß auf materielle Geschenke. Boah. Schenkt Leuten diese Pralinen. Das ist so krass, wirklich. Krass. Ohne Witz. Das ist ja basically Schokolade und was Geilem drin, ne? Boah, ist krass. Mhm. Ja, sorry, ja. Schon. Ja. Schon. Ja. Schade, dass die Spacebar nicht mehr dabei ist. Würdest du zustimmen? Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Ich mag dir lieber. Okay, wäre voll fair. Deswegen ist er ja auch dabei. Ja. Dann der Vego weiße White Bites Riegel. Kaffee ist ungeschlagen, einfach ich glaube, weil... Er hat eine Konkurrenz. Der beste Kaffee, den wir heute hatten. Ja, weil er ist konkurrenzlos, aber tatsächlich glaube ich auch von der Herstellung her und von dem, wie es mir geschmeckt hat als Mensch, die nicht Kaffee mag. Schon echt entspannt, ne? Dass ich dieser, wo ihr den Knoblauch nicht rausgeschmeckt habt und das irgendwie für Fisch-Dill-Creme aber es war lecker. Ja. Es ist im Aufstrich-Game fand ich es echt gut. Ja, Hanf-Creme-Knoblauch mit Hanf. Ja. Und dieses geile Gewürz, ey. Smoked Paprika. Wenn du das Gefühl hast, dir fehlt deftiger Fleischgeschmack, mach das einfach an alles, ist egal. Das und Liquid Smoke. Ohne Scheiß, das mit Margarine auf Brot. Würde ich essen. Smoked Paprika Butter. Dieselbe Firma, die dieses Smoked Paprika Pulver gemacht hat, hat die ganzen Gummibärchen gemacht, die wir nicht echt? So geil fanden. Really? Das ist beides El Puente. Ach. Also El Puente eher für Gewürze als für Gummibärchen. Yes, please. Wow, I did that. El Puente! Ich würde sagen, ich verlinke euch in der Videobeschreibung die 5 Produkte nochmal explizit und natürlich den Shop von Roots of Compassion mit allem anderen, was es da gibt. Schaut da vorbei, die Menschen freuen sich unendlich über Unterstützung und ich bin happy. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Mir ist jetzt ein bisschen schlecht. Es war echt viel Essen, ja. Das war worth it. Mhm. Schönen Abend, tschüss. Ja, ciao. Danke. So, jetzt nochmal ein Intro. Ja. Das ist alles weg jetzt.